Hi, ich laufe hier gerade durch eine verlassene Festung, ein bisschen nordwestlich von Palma, mittendrin im Wald, weil wir gerade auf einer Geocaching-Tour sind. Geocaching ist so eine Schatzsuche, Schnitzeljagd für erwachsene Kinder, so wie mich und die anderen hier, mit denen ich unterwegs bin. Schatz haben wir gefunden und jetzt sind wir gerade auf dem Heimweg. Ich wollte die Situation mal nutzen, mit euch über Waldspaziergänge zu sprechen. Waldspaziergänge sind was ich mit den Profisportlern, mit denen ich gearbeitet habe, immer sehr, sehr gerne genutzt habe. Mit den Eishockey-Profis haben wir sehr, sehr gerne Waldspaziergänge gemacht. Und auch mit Patienten, mit denen ich arbeite, ist eine der Sachen, die ich sehr, sehr oft empfehle, einfach ein-, zweimal pro Woche durch den Wald zu gehen. Für die Japaner ist das eine sehr, sehr fest verankerte Tradition in ihrer Kultur. Sie nennen das Shinrin-yoku und das bedeutet übersetzt sowas wie Waldbad. Das ist nämlich für die eine Art der Immunsystemhygiene. Und tatsächlich ist es auch so, dass ein, zwei Spaziergänge in den Wald pro Woche unser Immunsystem extremst verbessern. Und zwar wird die Anzahl der natürlichen Killerzellen in unserem Körper, das sind die Zellen, die uns nicht nur gegen Alltagserkältungen und Grippe schützen, sondern vor allen Dingen auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein sind in der Krebsprävention und auch in der Therapie von Krebs. Also Leute, die einen höheren Anteil von natürlichen Killerzellen haben, haben eine höhere Chance, mit Krebs klarzukommen und Krebs zu überstehen. Also Waldspaziergänge erhöhen den natürlichen Killerzahlanteil im Körper um 50%. Das ist echt massiv. Woran liegt das? Wenn ihr in den Wald geht, dann riecht ihr ja oft so einen typischen Geruch von Wald. Und das sind im Endeffekt sind das die Botenstoffe, die die Bäume sezernieren. Die kommen aus der Rinde, die kommen aus den Blättern, die kommen aus dem Boden. Und damit kommuniziert der Wald miteinander und untereinander. Damit kommunizieren Bäume mit anderen Bäumen und Bäume mit Sträuchern. Und so findet der Wald untereinander Absprachen, wie man das ganze System Wald zu organisieren hat. Und das im Endeffekt sind das essentielle Öle. Also der Wald sezerniert essentielle Öle, ätherische Öle. Und die sind das, die das für uns und unsere Menschen triggern, dass unser Immunsystem sich nach oben reguliert. Auch so kleine Kratzer, die wir uns einfach holen, wenn wir im Wald spazieren gehen. Ich habe mir jetzt hier das ganze Schienbein, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, total zerkratzt. Und das ist eine gute Sache. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ich habe mir damit im Endeffekt ein paar neue Keime in mein System geholt. Das Immunsystem muss dagegen reagieren, dagegen arbeiten und kriegt eine unglaubliche Flexibilität, eine Anpassungsfähigkeit. Also Waldspaziergänge sind auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, nicht nur fürs Immunsystem, sondern warum ich es auch viel mit den Leistungssportlern mache, ist es, weil es total geil ist, um den Kopf frei zu kriegen. Wenn man so durch den Wald stapft, das ist eine sehr, sehr meditative Einheit und es sorgt einfach dafür, auch ein bisschen den Kontext zu erkennen, dass die Welt so unglaublich krass ist und groß ist und die Welt wahrscheinlich auch ohne mich komplett super weiter existieren könnte. Das nimmt ein bisschen Druck und einfach ein-, zweimal die Woche sich dem Wald zu ergeben und da durchzuspazieren, setzt alles wieder so in einen gesunden Kontext. Man kann wieder die Gedanken frei schweifen lassen. Verbessert das Immunsystem, gerade wenn wir mit Profiteams arbeiten, ist es ja sehr, sehr wichtig, dass wir möglichst wenig an so blöden Ausfällen wie Grippe, Erkältung oder so erliegen. Da sind Waldspaziergänge eine sehr, sehr geile Sache. Also Shinrin-yoku, das Waldbad, natürlich Killerzellen um 50% erhöhen. Spaß haben mit Freunden, wenn ihr es im Kontext von Geocaching macht. Ein bisschen klettern, ein bisschen kraxeln. Vielleicht mal in der Nacht im Wald übernachten. Sehr geile Sache. Ich freue mich, von euren Storys zu hören, wenn ihr mal im Wald wart und was Cooles zu berichten habt. Bis bald.